unserer Ausstellung Die Frankenwegbereiter Europas wollen wir Deutsche und Franzosen gemeinsam uns darum bemühen, die Mythen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts auf deutscher wie auch auf französischer Seite zu beenden. Wir wollen zu einer gemeinsamen Sichtweise dieser frühen Zeit kommen, die ja die Grundlage für beide Nationen gebildet hat. Wir hoffen, dass unsere neuen Erkenntnisse, die wir darstellen können, in unserem Kataloghandbuch und auch in unserer Ausstellung Eingang finden, auch eines Tages in die Schulbücher, sowohl auf deutscher als auch französischer Seite. Und wir hoffen natürlich auch, dass es einen durchaus heftigen Diskurs geben wird in der Fachwelt. Von den Pferden des Königs umgeben, der Grabhügel des Frankenkönigs Childerich. Unter einem ca. 5 Meter hohen und 20 Meter durchmessenden Hügel wurde die Grabkammer des Königs angelegt. Über der Grabkammer kam sein Streitross zu liegen. Childerichs thüringische Ehefrau Basina und sein Sohn und Nachfolger Chlodwig ließen diesen bei den Franken bislang unbekannten heidnischen Bestattungsbau errichten. Seine Grabausstattung weist den König als militärischen und zivilen Kommandeur einer römischen Provinz aus. Childerich, König der Franken. Die Residenz Childerichs lag in Tournai im heutigen Belgien. Ein Ort, in dem für die römische Armee in einem großen Betrieb Rüstungs- und Kleidungsgegenstände gefertigt wurden. Childerich starb im Jahr 482. Am Rande eines Friedhofs der städtischen Bevölkerung wurde er bestattet. Wenige Meter daneben entstand später, in merowingischer Zeit, die Kirche Saint-Brice. Ich werde vous dire exactement. Où vous êtes ici, à l'emplacement de la découverte de la tombe de Childeric. Wir befinden uns an dem Ort, wo 1653 beim Abriss eines Hauses neben der Kirche Saint-Brice durch Zufall das Grab Childerichs von einem Bauarbeiter gefunden wurde. Er entdeckte eine mit Gold- und Silbermünzen gefüllte Börse und andere kostbare Gegenstände. Dies wurde ein Ereignis in Tournai, da man auch gleichzeitig den Siegelring fand, in den Childerici Regis eingraviert war. Ein sicherer Beweis, dass der Ring vom König von Tournai, Childerich, getragen wurde. Avec son sceau et sur lequel il était écrit Childerici Regis, du roi Childeric, dont on a été certain qu'il s'agissait du roi Childeric qui était censé avoir habité Tournai, en tout cas qui habitait un royaume qu'on appelait royaume de Tournai. Der König residierte in der befestigten Stadt Tournai. Innerhalb der Stadtmauern wohnte auch das Gefolge des Königs sowie ein großer Teil seines Heeres. Die kostbare Grabausstattung Childerichs zeigt seine engen Verbindungen zu den Mächtigen des Römischen Reiches. Der goldene Handgelenkring stand nur Angehörigen von Königshäusern zu. Die bienenförmigen Pferdegeschirrbesätze ließ Napoleon I. auf seinem Krönungsornat 1804 anbringen. Zum Gefolge des Königs gehörten nicht nur Franken, sondern auch Elbgermanen, Romanen, Sachsen, Thüringer und einige Alamannen. Wer sich zum König bekannte, der war in den Augen des Königs Franke.
Dies belegen auch die Fibeln der Frauen, so nannte man die aufwendig verzierten Gewandspangen, und die Gefäße aus den Bestattungen um den Königshügel herum. Paris, die heutige Hauptstadt Frankreichs. Heute wie damals ist sie eine Metropole, die die Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern in ihren Bann zieht. Heute wie damals wirkte das städtische Leben auf die Menschen unterschiedlichster Herkunft anziehend und beschleunigte die Integration der Fremden in ihrer neuen Umwelt. Zur Zeit der Franken lebten in den Städten Galliens, neben der großen Zahl der einheimischen Galloromanen, auch Angehörige asiatischer Reitervölker, wie zum Beispiel der Alanen, Sarmaten und Hunnen. Auch ehemalige Söldner germanischer Herkunft, wie zum Beispiel Westgoten, Burgunden, Sachsen, Thüringer, lebten mit ihren Familien in den Städten. Auch der hunnische Krieger aus Mundolzheim stand vermutlich ehemals im römischen Dienst. Eine Inschrift nennt Hariulf aus dem Königshaus der Burgunden, der als kaiserlicher Leibgardist in der spätrömischen Armee diente. Die westgotische Dame aus Wick kam mit weiteren Westgoten aus Spanien oder Südfrankreich in den Norden Galliens. In Fresnouville, einer kleinen Siedlung in der Normandie, lassen die Ausgrabungen des großen frühmittelalterlichen Friedhofes auf ein friedliches Zusammenleben dieser unterschiedlichen Bevölkerungsteile im Frankenreich schließen. Zur einheimischen Bevölkerung der Galloromanen kamen nach und nach Franken, Westgoten und Sachsen hinzu, die nach spätestens ein bis zwei Generationen in die Gemeinschaft integriert waren. Diese Gewandspangen gehörten einer angelsächsischen Frau, die aus dem südlichen Großbritannien nach Fresnouville kam. Aber nicht immer verlief der Kontakt zwischen Galloromanen und Franken so friedlich. In Krefeld-Gelleb am Niederrhein wurde ein Schlachtfeld ausgegraben. Es ist die früheste verbürgte Auseinandersetzung zwischen Franken und der römischen Armee um das Jahr 260. Überfälle der Franken und anderer germanischer Völker machten den Bau eines umfangreichen Festungssystems am Rhein und im Hinterland notwendig. Doch schon seit der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts wurden die Franken zu den wichtigsten Verbündeten und Verteidigern des Römischen Reiches. So zum Beispiel auch in Köln. Als Verteidiger des römischen Gallien fühlte sich auch Chlodwig, König der Franken, der von Tournai aus Gallien eroberte. Auch er ist römischer Befehlshaber, der das zerrissene römische Gallien wieder in einer Hand zusammenführen will. Das Pantheon in Paris, Ruhmeshalle der französischen Geschichte. Chlodwigs Weg zur Einigung Galliens war blutig. Viele regionale Machthaber mussten überwunden werden. Zu den einschneidenden Ereignissen zählte vor allem die Schlacht bei Tolbiacum, dem heutigen Zülpich im Rheinland. Gregor von Tours berichtet, dass der Ausgang der Schlacht ungewiss war. In größter Not habe Chlodwig den Gott der Christen um Beistand gebeten und dafür gelobt, sich katholisch taufen zu lassen. Und Gott half, die Schlacht zu gewinnen.
Der Taufakt war aber vermutlich ein schon seit längerer Zeit geplanter Schritt. Bischof Remigius von Reims, der vertraute Berater des Königs, taufte Chlodwig und mit ihm 3000 seines Gefolges am Weihnachtstag wohl des Jahres 498. Die Kathedrale zu Reims, der Ort der Taufe. Reims war der Sitz des wichtigsten Bischofs in Nordgallien, des heiligen Remigius. ...1995 konnte hier das Taufbecken Chlodwigs ausgegraben werden. Here we are situated in the fifth bay of the nave of the present cathedral. Around us. Wir befinden uns hier im fünften Joch des Schiffes der heutigen Kathedrale. Um uns herum sehen Sie die Fundamente des karolingischen Westwerkes aus dem 9. Jahrhundert. Hier an der Oberfläche haben wir Spuren, die sogar in das 5. und 6. Jahrhundert datieren. Den Hauptbefund stellen die Überreste eines Taufbeckens dar, das aus dem 5. Jahrhundert stammt. Sie sehen hier vier abwärts führende Stufen, die sich unter der karolingischen Mauer fortsetzen. Vor mir sehen Sie ein 60 cm breites Fundament, das eine wichtige Mauer getragen haben muss. Umgeben wird es von einem späteren Fundament. Es hat eine Breite von 30 cm und trug wahrscheinlich eine Stufe an der Außenseite. Seit der Taufe Chlodwigs wurde die Kathedrale zu Reims der Ort der Salbung der Könige Frankreichs. Die Bedeutung dieses Ortes für die Geschichte Frankreichs inspirierte auch Künstler, wie zum Beispiel Marc Chagall, der einige Fenster der Kathedrale gestaltete. Auch bei Chagall gehört die Taufe Chlodwigs zu den zentralen Themen. In der Abtei von Saint-Rémy in Reims wurde der heilige Remigius beigesetzt. Seine Gebeine ruhen in diesem goldenen, kunstvoll verzierten Schrein. Der Reliquienschrein wird in dem aufwendig gestalteten barocken Grabmal aufbewahrt. Die bedeutende Stellung Chlodwigs in der Geschichte Frankreichs unterstreicht ein Seitenaltar in der Kirche Saint-Rémy. Die mittlere Szene zeigt die Taufe Jesu im Jordan. Links daneben ist die Taufe des römischen Kaisers Konstantin des Großen zu sehen, der bekanntlich nie wirklich getauft wurde. Hier die Taufe Jesu. Rechts davon ist uns die Taufe Chlodwigs durch Bischof Remigius vor Augen geführt. Er ist der neue Konstantin, der Frankreich und Europa das abendländische Christentum bescherte. Die heilige Genoveva, französisch Sainte-Geneviève, ist die Stadtheilige von Paris. Wir stehen hier an der Rue Clovis, nahe des Pantheon zwischen Saint-Étienne-du-Mont und dem Gymnasium Henri IV. Hier befand sich bis 1801 die Kirche Sainte-Geneviève, die 507 von Chlodwig erbaut wurde. Möglicherweise ist Chlodwig 511 in einem Anbau dieser Kirche, dem Sacrarium, begraben worden.
Nach dem Abriss der Kirche blieben die Grundmauern des Akrariums erhalten. Würden heute Ausgrabungen unter der Rue Clovis und dem Seitenschiff der Basilika vorgenommen, fände man sicherlich Chlodwigs Grab. Das Vorbild des Königs, sich in einer Kirche bestatten zu lassen, ahmten auch seine getauften Gefolgsleute nach. In Ordain entstand eine Kirche direkt neben einem Grabhügel des noch heidnischen Gründers der Ansiedlung. Auch in anderen Gräbern der königlichen Gefolgsleute finden sich Gegenstände mit christlichen Szenen und Symbolen, wie zum Beispiel auf der Kanne von Lavoie. Die Gefolgsleute des Königs, die hohen Funktionsträger des Reiches, übernahmen im Auftrag des Königs die Verwaltung und die militärische Kontrolle über die eroberten Gebiete. Außer ihrer sehr umfangreichen Grabausstattung mit Waffen und anderen Gegenständen erhielten sie als Zeichen ihrer Würde vom König goldverzierte Prunkhelme und edelsteinbesetzte Prunkschwerter. Die Damen der vornehmen Funktionsträger ließen sich an ihrer aufwendigen Kleidung und an den edlen Kleidungsaccessoires erkennen, die sie zum Teil auch mit in das Grab gelegt bekamen. Eine von ihnen war die Dame von Jouy-le-Comte. Ihre Gewandspangen gehören zu den schönsten Goldschmiedearbeiten der Frankenzeit. Als weiteres Zeichen ihrer besonderen Stellung trug diese Dame einen wertvollen Fingerring. Auch heute noch würden Goldschmiede für die Anfertigung dieser Schmuckstücke mehrere Monate benötigen. Gold, Edelsteine, Halbedelsteine und vergoldetes Silber waren die bevorzugten Materialien der fränkischen Goldschmiede. Saint-Denis bei Paris. Grablege des merowingischen Königshauses. Schon in der Zeit um 500 wurden in diesem Kirchengebäude hochstehende Damen aus dem Umfeld des fränkischen Königs beigesetzt. In einem steinernen Sarkophag wurde das Grab der Königin Arnegunde gefunden. Sie war die fünfte von 7 Ehefrauen König Clotars des Ersten. Ihr Siegelring mit ihrem Namen lässt sie uns eindeutig identifizieren. Seit König Dagobert ließen sich an diesem Ort die meisten der merowingischen Könige bestatten. Dicht gedrängt umgeben im Inneren des Kirchenbaus die Gräber den Sarkophag des heiligen Dionysius. Zu seinen Ehren war im 4. Jahrhundert ein Memorienbau errichtet worden. Diesen ließ Saint-Geneviève im späten 5. Jahrhundert zu einer Bestattungskirche erweitern. Zum Gedenken an den Begründer der merowingischen Dynastie wurde auch Chlodwig in Saint-Denis ein Grabmal gesetzt. Das eigentliche Grab des Königs ist an unbekanntem Ort in der heute abgerissenen Kirche Saint-Geneviève in Paris zu suchen. Aus dem Grab der Königin Arnegunde stammen diese Schmuckstücke. Sie wurden ihr in der Zeit um 565 mit in das Grab gelegt.
Kurz nach der Taufe Chlodwigs wurde eine Dame mit zwei Gewandspangen und einem Goldkreuz hier begraben. Die Zugehörigkeit zum Umfeld des Königs ist auch bei anderen Grabausstattungen an der reichhaltigen Verwendung von Goldfäden an Gewändern und Goldstirnbändern zu erkennen. Diese kleine Gewandspange stand aus dem Grab der Königin Balthilde, die im Frauenkloster von Schell ihre letzte Ruhe fand. Die Kirche Saint-Pierre-en-Honneur in Metz. Saint-Pierre-en-Honneur ist ein gutes Beispiel für die Wiederverwendung eines antiken Gebäudes in merowingischer Zeit. Ein Saal, wohl eine Thermenanlage, wurde im 7. Jahrhundert in einer Abteikirche eines Nonnenklosters umfunktioniert. Der merowingische Umbau war in karolingischer und romanischer Zeit schweren Zerstörungen ausgesetzt. Trotzdem blieben die antiken Grundmauern mit den kleinen, behauenen Steinen und einer Zwischenschicht aus Ziegelsteinen erhalten. Wir befinden uns vor der Chorschrankenanlage von Saint-Pierre-en-Honneur in Metz. Diese zeichnet sich besonders aus durch ihre verbundenen Schrankenelemente aus senkrechten Pfeilern und panelartig dazwischen gesetzten Steinplatten. Diese Ornamentik verdeutlicht die Verschmelzung antiker, germanischer, aber auch, und das ist besonders faszinierend, byzantinisch-orientalischer Einflüsse, bei denen man sogar das koptische Kreuz sowie den Lebensbaum entdecken kann. Obwohl noch nicht alle Geheimnisse gelüftet wurden, vermutet man die Entstehung im 7. Jahrhundert. Diese Chorschrankenanlage ist ein wichtiges, einmaliges Kunstwerk in Europa. Die Zusammenarbeit zwischen kirchlichen Würdenträgern und den fränkischen Königen verlief sehr eng. Unter dem Schutz der fränkischen Armee expandierte das Christentum auch über die Grenzen des Frankenreiches hinaus. Hunderte von Kirchen und Klöstern entstanden so im Frankenreich, wie zum Beispiel die Kirche von Hornhausen in Thüringen, hier eine Chorschrankenplatte, oder die Kirche des heiligen Willibrord in Echternach, die Kanzel aus Echternach, auf der Willibrord selbst gestanden hat. Willibrord, ein Angelsachse von den britischen Inseln, zählte zu den wichtigsten Missionaren des Frankenreiches. Auch die Macht der Bischöfe und Äbte wuchs mit der Macht des Fränkischen Reiches. Hierzu trug auch die Verehrung heiliger Kirchenführer bei, wie zum Beispiel des heiligen Germanus, dessen Abtsstab hier zu sehen ist. Der Reliquienkasten von Essen-Werden diente auch als Tragaltar für Reisen. Die heilige Mumma, hier das Reliquienkästchen mit ihren Gebeinen, wird in dem von ihr gegründeten Kloster von Saint-Benoît-sur-Loire verehrt. In Metz hat sich der Ring des heiligen Arnulf erhalten. Kirche und Staat ebneten gemeinsam den Weg in ein christliches Abendland. Paris, seit 508 Regierungssitz König Chlodwigs. Neben dem alten Zentrum der Stadt auf dem linken Seineufer existierte auch in fränkischer Zeit die Festung auf der Seineinsel,
Inmitten der Festung stand in merowingischer Zeit die Kirche Saint-Étienne, aus der später Notre-Dame hervorging. Unter dem Platz vor Notre-Dame wurden umfangreiche Ausgrabungen des spätantiken bis mittelalterlichen Paris vorgenommen. Wir befinden uns hier in den unterirdischen Ausgrabungen von Notre-Dame, an einem Ort, zu dem Besucher keinen Zugang haben. Vor uns die Fassadengrundmauern der merowingischen Kathedrale Saint-Étienne, die wahrscheinlich von Childebert, einem Sohn Chlodwigs, erweitert wurde. Es war eine riesige Kirche mit einer 35 Meter hohen Westfassade, einem Hauptschiff und vier Seitenschiffen. Das südliche Seitenschiff liegt auf der galloromanischen Schutzmauer. Dieser Dom wurde im 12. Jahrhundert abgetragen, als man Notre-Dame de Paris baute. Stadtkultur bedeutet in dieser Zeit noch immer Steinbaukultur. Wie in der Römerzeit wurden die Stadthäuser zum großen Teil noch mit Ziegeln bedeckt, wie der mit einem Gesicht verzierte Abschluss eines Ziegeldaches zeigt. Trier, die Kaiserresidenz des römischen Gallien. Zu den monumentalen Stadttoren gehörte auch die Porta Nigra, Wahrzeichen des heutigen Trier. Das Modell zeigt die spätantike Stadt der Zeit um 400. Von der Porta Nigra führte eine große Straße am Dom vorbei in das Innere der römischen Stadt. Einst wie heute nimmt der Dom eine zentrale Position im Stadtbild ein. Von hier aus schweift der Blick zur großen Empfangshalle der römischen Kaiser, der Aula Palatina. Am Rand der Stadt lag das Amphitheater. Die großen Kaiserthermen von Trier. Nur wenige Reste dieser Bauwerke sind heute noch erhalten. Das Schloss in Trier wurde direkt an die als Kirche genutzte Aula Palatina angebaut. In der Apsis unter dem großen Kreuz stand der Thron des römischen Kaisers, später der des Verwalters und Funktionsträgers des fränkischen Königs. In dieser eindrucksvollen großen Halle wurden Gesandte aus aller Welt empfangen. Zu großen Teilen aus römischem Mauerwerk. An manchen Stellen noch bis zu 14 Meter hoch. Grabsteine berichten von der multikulturellen Zusammensetzung der Bevölkerung Triers.
Chloderich, wohl ein Mitglied des rheinfränkischen Königshauses, diente als Kommandant einer spätrömischen Einheit in Trier in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts. Der Dom zu Köln. Grablege der rheinfränkischen Königsfamilie. Am 10. April 1959 wurde unter dem Kölner Dom das erste fränkische Grab, das Frauengrab, entdeckt, das mit all seinen Beigaben hier unter dem Dom lag. Daneben wurde das Knabengrab einige Monate später ebenfalls dann aufgedeckt und wieder hatte man alle Beigaben dabei. In den Jahren danach wurden weitere Grabfunde gemacht, die allerdings beigabenlos waren, weil sie bereits in karolingischer Zeit bei den Bauarbeiten zum karolingischen Dom entdeckt wurden und ihrer Beigaben beraubt wurden. In der Grabstätte des fränkischen Prinzen, dem Knabengrab, fand man diesen Helm. Der Schmuck aus dem Grab der Königin Wiesegarde, der zweiten Gemahlin Theudeberts des Ersten. Die lateinische Schriftkultur bildete auch im Frankenreich die Grundlage für das Verwaltungs- und Rechtswesen. Recht und Bildung bleiben das Gerüst des Staates. Die lateinische Sprache diente als Amtssprache zur Verständigung zwischen den vielen Völkern des Frankenreiches. Die Rechtsgeschäfte bedurften der Schriftlichkeit. Als Archive dienten die großen Abteien des Reiches. Genau wurde über Abgaben und Steuern an den König und seine Funktionsträger Buch geführt. Über Testamente wie dem des Adalgisel Grimaud sind wir über den ausgedehnten Landbesitz der führenden Familien des Frankenreichs informiert. Der König ließ Münzen prägen, die im gesamten Reich und weit darüber hinaus Gültigkeit besaßen. Zur Verteidigung des Reiches unterhielt er ein Berufsheer, das er aus den Einkünften des Staates und den Erträgen der Königshöfe finanzierte. Trier, St. Irminen. Einst römisches Gebäude, in merowingischer Zeit Großspeicheranlage, seit dem Mittelalter als Stiftsgebäude genutzt. Im Inneren sind die römischen und merowingischen Mauern noch gut erhalten. In den Kellergewölben lagern einst wie heute die großen Weinfässer mit Moselwein.
Mundgeblasene, wertvolle Gläser versüßten auch in der Merowingerzeit den Genuss des Weines. Hergestellt wurden die Gläser in Manufakturbetrieben, die einen großen Abnehmerkreis bedienten. Auch die Töpferzentren, wie zum Beispiel Mayen in der Eifel, belieferten weiterhin über zum Teil hunderte von Kilometern die Kundschaft mit den neuesten Erzeugnissen ihrer Produktion. In großen Kälteanlagen, wie der von Peaceport an der Mosel, wurde der Wein produziert. Auf den Flüssen des Frankenreiches transportierten, wie in der Römerzeit, Schiffe die schweren Lasten. Das Neumagener Weinschiff war Teil einer Grabmalbekrönung aus dem frühen 3. Jahrhundert. Für uns ist es ein wichtiges Zeugnis für den antiken Weinbau an der Mosel, da es den Transport von Wein in Holzfässern zeigt. Die Diegeler Säule ist ein rund 21 Meter hoher Grabpfeiler, den sich in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts eine reiche Tuchhändlerfamilie errichten ließ. Die einzelnen Bildfelder zeigen den Transport und den Handel mit Tuch, aber auch die Probe von Tuch. Das Original steht etwa 8 Kilometer oberhalb von Trier. Hier an dieser Kopie wurde aufgrund vorhandener Farbreste einmal versucht, die antike, farbige Fassung zu rekonstruieren. Die römischen Straßen blieben auch weiterhin in Funktion und wurden gepflegt, wie zum Beispiel die Passstraße über den großen St. Bernhard. Über den Fernhandel auf dem Mittelmeer sind wir durch das Schiffswrack von Fos-sur-Mer in der Rhone-Mündung informiert. Um 600 kenterte hier in stürmischer See ein merowingischer Frachter, der wohl aus Spanien kam. Aus seiner Ladung stammen zum Beispiel ein Bronzebüstengewicht, die Amphore und die Tonflasche. Auch aus Ägypten, Byzanz und dem vorderen Orient und selbst aus Indien gelangten Waren in das Frankenreich. Mit Karawanen auf Kamelen oder Maultieren erreichten Waren ferner Länder auf dem Landweg das Frankenreich. Dieser Maultiersattel wurde im Rheinland gefunden. Auf dem Lande lebten die Menschen in Fachwerkhäusern. Die Wände bestanden aus Flechtwerk, das mit Lehm verkleidet war. Stroh- oder Reetdächer bedeckten die Wohnhäuser und Nebengebäude. Typische Arbeits- oder Vorratshütten waren die in die Erde eingetieften Grubenhäuser. Die Herdstelle des Wohnhauses erhitzte zugleich auch einen Lehmkuppelofen, der die Wärme für den Nebenraum speicherte.
Auch Türen und Fenster besaßen diese einfachen ländlichen Gebäude. Die ländliche Bevölkerung war hart im Nehmen. Selbst schwere Hiebverletzungen durch ein Schwert wurden gelegentlich überlebt, wie die verheilten Schädelknochen zeigen. Das Aussehen der Menschen kann heutzutage mit Hilfe kriminaltechnischer Methoden rekonstruiert werden. Die erhaltenen Schädel werden aufmodelliert und lassen uns die Gesichtszüge der damaligen Menschen vor Augen treten. Fußprothesen aus Eisen und gläserne Schröpfköpfe zeugen von der medizinischen Versorgung der ländlichen Bevölkerung. Aus Schuhen, Wadenwickeln und einteiligen Kleidern sowie wärmenden Umhängen bestand die Kleidung der Frau. Die Männer besaßen eine zwei- bis dreiteilige Kleidung. Einfache Möbel und Geschirr aus Holz, Ton und Metall stellten das Inventar der Wohnhäuser. Das Getreide, wichtigstes Nahrungsgut, wurde in Mühlen weiterverarbeitet. Die landwirtschaftlichen Gerätschaften und das Bild der Dörfer änderten sich nur wenig bis in die Neuzeit. In der Zeit zwischen Chlodwig und Karl dem Großen legten die Franken als Mittler zwischen Antike und dem Europa der Nationen die Grundlagen für die abendländische Kultur. Gegen Ende der Frankenzeit umfasste ihr Reich nahezu ganz West- und Mitteleuropa. Die Franken, Wegbereiter Europas.